Vom 5. bis 8. Oktober fand hier auf dem Eurospeedway Lausitz eine in diesem Umfang noch nie in Deutschland dagewesene Mischung aus Motorradtraining, freies Fahren für Rennstreckenneulinge, Europacup-Rennen superlativer Rennklassen und einer einmaligen Präsentation von Rennfahrern und ihrer Maschinen, welche 50 Jahre Motorradsportgeschichte geschrieben haben, statt. Die Haudegen der Motorsportarenen der 50er und 60er Jahre wie Kent Anderson, Alan Shepard, Giacomo Agostini, Phil Reed und John Eggens, nicht zu vergessen Umberto Massetti und die Gespannspezialisten Otto Haller, Erich Hasselbreck. Alle waren gekommen, um diese modernste Rennstrecke Europas kennenzulernen und sie mit ihren Maschinen, die zum Teil auch schon in die Jahre gekommen waren, zu testen. Der Chromglanz der Maschinen spiegelte sich bei einigen im Silber des Haares wider. Doch wenn sie ihre Helme aufgesetzt hatten und man die schütteren Stellen am Kopf nicht mehr sah, die Motoren röhrten, war in den Augen der alte Glanz wie in vergangenen Zeiten zu sehen. Wir hatten uns mit Siegfried Schröder, dem bekannten Motorradrennfahrer aus Lauchhammer, auf dem Lausitzring verabredet, um seine Meinung zu solch einem Treffen zu erfahren. Ich darf an meiner Seite Herrn Schröder aus Lauchhammer begrüßen. Er ist ein alter Hase im Motorradrennsport, seit 1963 mit dem Motocross dabei, dann umgestiegen auf den Straßenrennsport. Aber ziehen Sie doch mal selber aus Ihrer damaligen Laufbahn. Also wie gesagt, seit 1963 bin ich im Sport aktiv. Erst Motocross, dann Straßenrennsport. Straßenrennsport mit solchen Motorrädern, wie wir sie hier heute sehen. Allerdings nicht mit einer Yamaha, sondern mit einer MZ. Und zu der damaligen Zeit war das alles noch ein bisschen anders, als es heute ist. Damals konnte man an die Fahrer ran. Wir sehen es ja heute, so ging das damals auch im Fahrerlager zu. Heute ist das alles ein bisschen mehr abgeschottet. Aber der Spaß bei den ehemaligen Fahrern ist nach wie vor da. Und deswegen treffen wir uns mindestens ein-, zweimal im Jahr und machen solche Veranstaltungen. Hier geht es nicht mehr um Höchstgeschwindigkeit, hier geht es um den Spaß, an der Freude, ums Dabeisein, um das Wiedersehen. Und wie gesagt, das ist heute noch sehr weit verbreitet. Auch die Zuschauer sehen es gern und reden auch gerne mal mit den alten Campen von früher. Mit der Fertigstellung des Lausitzrings ist für Sie ein lang ersehnter Traum in Erfüllung gegangen. Denn zu damaligen Zeiten war es bestimmt nicht so einfach, immer zu verschiedenen Rennstrecken zu kommen. Ja, wir waren geografisch in einer Lage, wo wir zumindest noch mal wenigstens 500, 600 Kilometer fahren mussten, quer durch Deutschland, wenn wir zu einer Veranstaltung wollten. Und heute ist es so, dass wir sowas von der Haustür haben. Es ist eine gigantische Anlage, die, ich sag mal, aus der heutigen Erfahrung, die wir sammelt haben, richtig vermarktet werden muss. Und dann haben wir es natürlich mal besser als die anderen. Wir brauchen nur 10 Minuten fahren. Und ich hoffe, dass wir das noch viele Jahre nutzen können. Und die Resonanz ist da, wir sehen es an den Leuten, die Fahrer kommen aus England, die kommen überall her und haben also viel Freude an der Strecke und äußern sich alle auch lobend über die Strecke. Mit welchen Maschinen werden Sie am Wochenende jetzt am Start gehen? Ich bin also in zwei Klassen am Start, einmal mit der Yamaha in der Klasse bis 250 Kubik, also das ist hier heute ein bisschen anders eingeteilt, und mit der MZ in der Klasse bis 125 Kubik. Diese beiden Fahrzeuge setze ich jetzt am Wochenende ein. Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg, herzlichen Dank. Okay, danke schön. Wir konnten an diesem Wochenende dank Siegfried Schröder auch den Mann kennenlernen, der dafür gesorgt hatte, dass der Lausitzring Gastgeber einer solchen Veranstaltung wird. Heute ist eine ganz besondere Veranstaltung, und zwar sehen wir viele Leute aus der aktiven Zeit der 60er, 70er, 80er Jahre mit ihrer wunderschönen Technik. Neben mir habe ich einen ganz kompetenten Mann stehen, der Ferry Brauer. Er hat vor 2 Jahren die Centennial Classic in Assen organisiert. Das war erstmalig und einmalig. Und das war eine wunderschöne Veranstaltung. Ferry, sag doch bitte mal ein paar Hintergrundinformationen, damit unsere Leute wissen, worum es eigentlich hier geht. Hier geht, meinst du? Ja, worum es hier geht und wie du angefangen hast. Ich war früher Rennmechaniker, und die Zeit ab 50er, 60er Jahre, die gefällt mir so. Und da habe ich gedacht, das müssen wir nochmal erleben müssen. Ja? Und dann habe ich etwa
3-4 Jahre habe ich daran gearbeitet für die Centennial, um das alles zusammenzukriegen. Das hat dann gelungen und dann habe ich gesagt, das mache ich niemals wieder mehr. Und dann, ja, vor 3-4 Monaten sind wir wieder angefangen in Holland und da haben wir vor 2 Wochen, haben wir das in Assen, haben wir das wieder gemacht. Und jetzt sind wir hier. Ich habe der Wolf Töns vor ein halbes Jahr kennengelernt und dann ist er auch mit einem Vorschlag gekommen, das hier auf der schönen Lausitzring zu machen. Und da habe ich gesagt, okay, dann wird unsere Firma Arai wird da Sponsor sein. Danke dir, Ferri. Ich bin in der vergangenen Woche dort auch gefahren in Assen, Holland. Es war wunderschönes Wetter. Es ist mittlerweile eine richtige verschworene Gemeinschaft geworden. Jeder freut sich, dass er alte Bekannte wieder trifft. Und wir haben dem Ferri viel zu verdanken und seiner Firma, der Arai, dass wir diese Veranstaltung überhaupt ermöglichen können. Danke dir, Ferri. Sie haben es gehört, liebe Zuschauer. In eine derartige Veranstaltung wird doch immer viel Zeit und auch Geld investiert. Das Wetter am Lausitzring an diesem Wochenende hatte doch viele Zuschauer davon abgehalten, hinzukommen, sodass nur die ganz hartgesottenen Gast waren. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert von Mazda Schröder Automobile GmbH aus Lauchhammer. Am 14. und 15. Oktober heißt es erstmalig auf dem Eurospeedway Lausitz. Bei uns starten Sie aus der ersten Reihe. Fahren darf jeder, der einen gültigen Führerschein und ein eigenes, zugelassenes Fahrzeug besitzt. Egal ob Motorrad oder Auto, mit 25 D-Mark ist jeder dabei. Die größte und modernste Rennstrecke Europas bietet den Fahrern einen abwechslungsreichen und extrem schnellen Parcours auf höchster Sicherheitsebene. Der sonst nur von Rennprofis befahrene Grand Prix-Kurs der Anlage ist an diesem Wochenende erstmals für alle Interessenten offen. Im Gegensatz zu den großen Rennveranstaltungen gilt an diesem Tag die STVO, was den Spaß allerdings nicht schmälert. Die 4,5 Kilometer lange Rennstrecke verspricht also Action und Adrenalin pur. Der Startschuss fällt jeweils 8 Uhr und gefahren wird im Abstand von ca. 15 Minuten. Dieses erste eigenständige Fahren gibt den Auftakt zu einer Reihe weiterer Veranstaltungen dieser Art und bereichert somit das vielfältige Angebot des Eurospeedway Lausitz. Weitere Informationen hierzu können über das Welcome Center des Eurospeedway Lausitz unter der Telefonnummer 035 754 31406 bezogen werden.